Oh, Aufgaben. Guten Morgen, liebe Leute. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Sonntag ist es, der letzte Sonntag, den ich habe, bevor ich den Laden aufmache. Leute, zählt rückwärts, ich weiß. Was denn? Du baust das Playmobil-Schloss auf. Der was? Playmobil-Schloss. Wow. Nein. Ja. Nein. Sollen wir es entsorgen, also wegmachen? Nein. Das Playmobil-Schloss weg. Wir holen alle Kisten raus unterm Bett und du kannst alle Teile, die zum Schloss gehören, erstmal rauslegen. Ne? Hast du einen Handflieger für mich gut? Ja. Ja? Oh, dann nehmen wir mal. Wo ist denn der Handflieger? Weißt du, wo der Handflieger ist? Skadi? Was soll ich da? Jetzt bist du wieder nicht, wa? Ja. Sag du, Handflieger. Ja, heute ist großer Aufräumtag. Also wirklich, wirklich, wirklich. Also so glaubt ihr, wie oft man das hört bei uns, aber. Papi, das ist sehr heiß. Bei drei Kindern hier im Haushalt es trifft das eigentlich jeden Tag zu, aber heute wirklich, weil wir haben ja umgebaut, Schrank aufgebaut, alles ausgeräumt. Hier sind überall Stapel von Wäsche. Hier, ne, ist alles voll da. Und ist alles nicht endlich eingeräumt. Der Schrank hier ist auch ein bisschen hoch, da kommt man ja nicht ran dann mehr. Also muss ich den teilen. Da muss ich ein bisschen umbauen hier. Und das mache ich heute. Ne, das mache ich heute. Muss das halt aufgeräumt werden. Heute Abend muss das glatt sein. Und wenn es bis 22, 23 Uhr geht, das ja, muss auf alle Fälle glatt sein. Das ist meine Aufgabe für heute. Das gehe ich jetzt an, langsam. Wir fangen da hinten an, arbeite mich danach hier vorne vor. So einfach. Was ich davon filme, weiß ich noch nicht. Vielleicht filme ich kaum was. Müssen wir mal sehen. Und übrigens, eure Kommentare, total geil, total geil. Ich freue mich, ja. Ja, und ich finde, ganz ehrlich, das ist eine, irgendwie macht das Spaß. Das ist eine gute Gemeinschaft oder so, ja. Also, das ist nicht so fremd fast schon. Man hat so immer seine Stammleute, die kommentieren. Ich finde das gut, ja. Ich finde das toll, eigentlich. Ich mag das. Macht Spaß. Obwohl man sich gar nicht kennt, das ist so verrückt, die Welt heutzutage. Man kennt sich ja eigentlich gar nicht. Also ich kenne euch nicht, ihr kennt mich zwar, ja, weil ich alles so, das ist ja auch so irre. Aber ich kenne euch ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wer ihr seid. So, ich finde es trotzdem, finde ich es gut. Ja, ich bin jetzt hier gerade am Einpacken. Ich habe nämlich gerade die ganzen Verpackungen geholt von drüben und das ist ja wie jeden Tag. Als erstes wird eingepackt. Jetzt habe ich ein bisschen gesammelt, die Woche über, dass ich nur an einem Tag was zu tun habe. Bin ja auch ein fauler Hund. Manchmal, naja, einpacken ist halt nicht so meine Lieblingsaufgabe. Was hast du dazu? Ja. Du. Einfach ja sagen. Macht sie nicht. Ich weiß nicht. Sehr sympathisch. Zack, das ist Flossi. Flossi von Steif, braucht er nicht mehr kaufen. Könnt ihr vergessen. Früher waren Steiffiguren, Steif-Plüschtiere, die waren richtig begehrt, richtig beliebt. Ja, da gab es seltene, zum Beispiel wie diesen Flossi, der war wirklich selten, relativ mal eine Zeit lang. Ist alles nicht mehr, dank eBay und so, da kannst du da, da sind 5, 6, 7 Stück drin auf einmal und das jedes Mal permanent. Also könnt ihr euch vorstellen, was da los ist. Da ist kein Bedarf. Ja, also Sachen, die früher mal selten waren, sind dank eBay häufig. Ja, hat einer gesehen, oh, das läuft ganz gut. Und der nächste, auch den habe ich auch. Und zack, schon ist der Markt übersättigt. Das geht ruckzuck. Der Steifsammler hat jetzt nicht so viele, wie ich früher Kinder gehabt, die so ein Flossi haben wollten, als Kind zum Spielen. So viele Steifsammler gibt es aber heutzutage, an dem sie annehmen hier. Und die Kinder, die das damals hatten und jetzt drinstellen, verkaufen, oder eben schon vor 10 Jahren mal reingestellt haben zum Verkauf, ja, jetzt sind keine Sammler. Die wollen einfach nur loswerden. Die denken sich auch damit, das ist doch Quatsch, das ist alles ein Spielzeug. Ja. Also das ist alles nichts mehr. Weil Steif, da gibt es seltene Sachen, da gibt es wirklich seltene Sachen auch noch. Immer noch seltene Sachen.
Ja, die kosten dann auch richtig Geld. Der Flossi wird verpackt, als wenn er eine Hochsicherheitsangelegenheit wäre hier von mir. Na, früher habe ich Sachen noch gut verkauft, Steiffiguren oder so. Steif-Teddys, steif auch die kleinen Figuren. Ja, das habe ich halt mal gut verkauft auf dem Markt. Kamen sie noch und wollten das haben. Einfach nur so, weil sie es früher eben auch hatten. Ja, manche. Da sagst du, ah oh, Mensch, was kostet das? Da konntest du noch Geld kriegen für. Heutzutage, was ich jetzt bekomme, 4,50 Euro oder so. Flossig. Mit allen Aufnähern. Mit allen dran. Ja, mach weg. Einfach weg. Aber was ihr am Müll findet, gleich alles in die Tüten hier, ja, die überall hängen. Wir haben überall Mülltüten, sodass man den Müll kann man nicht verfehlen. Ja, so viel zum Thema steif. Wenn ihr nur einen seltenen Teddy habt oder so, bitte gerne zu mir. Für wenig Geld. Hier 4,50 Euro zahle ich immer. Also 4,50 oder 5er oder so hätte ich sogar selber, aber ich habe bestimmt mehr bezahlt. Habe ich mal hundertprozentig für die Figur auch bezahlt. Für das Plüschtier. Aber das ist wie das, was soll man machen? Ne? Zeiten ändern sich. Oder gibt es wieder Ärger drüben? Anouk muss ich nicht lernen. Ah, warum bin ich mein Löffel? Dann brauchst du einen Löffel jetzt. Jetzt brauchst du einen Löffel. Komm den Löffel raus. Das ist nämlich perfekte Höhe. Ich muss mir mal so einen Drehteller bauen. So ein Sockel, so hoch, mit einem Drehteller drauf. Für die großen Pakete. Denn die müssen ja immer komplett so eingestrapft werden. Ja, ist natürlich am Sonntag immer schwierig mit dem Lernen. Aber irgendwann muss es ja sein. Das hat man ja Samstag was für sie gemacht. Ihre Ohrstecker. Ah, das ist so selbstverständlich heutzutage. Früher hätte die Freude Wochen vorher halten oder so. Guck mal, was ich habe, stolz wie Bolle und so. Heute ist es halt so, ja danke, next. Danke, next. Das ist halt nicht mehr so wie früher. So! Ja, hier ist dieses Lernsystem drin mit dem Computer. Wie soll ich denn das jetzt sein? Ach so. Jetzt ist es eingepackt. Dit, was war noch? War noch was? Flossi, dit. Ah, die Briefmarken. Oh, diese schweren Klumpen. Ja, die hole ich mal jetzt aus dem Auto schnell. Ja, das ist nämlich das Problem. Das ist hier. Das ist ja nämlich Ende mit dem Laden. Jetzt haben wir hier ein riesig schweres Paket. Ne? Das Ding. Müssen wir mal gucken. Erst auf die Waage stellen. 31,5 Kilo mit der Deutschen Post. Wenn ich. Ich stelle mal auf. Ja, 26,2, da ist Platz. Da ist Raum nach oben. Ganz schön schwer, deswegen muss man richtig gut einstrapfen. Vielleicht wohl ein bisschen zu viel Paketband, aber lieber zu viel als zu wenig. Ist ja so Platz denn. Hey, ich bin so scheiße! Aber schickst du doch in ihr Zimmer hier zum Arbeiten. Ja, sie wollte da halt dabei sitzen. Nee, darfst du eben nicht. Muss in ihr Zimmer zum Arbeiten. Ja, dann weiß sie doch auch nicht besser. Ja, man merkt richtig, dass sie so ein bisschen in die Pubertät kommt, so. Kleine Nuki. Ausfasst du, oder? Da muss ich ja Premiere feiern. Guck mal. Ich kann hier reinlaufen, ohne dass ich über Berge steige. Fast. Fast, ja. Ist das eine Grummelolle heute? Was ist denn da los? Oh, was ist denn das alles? Kommentare ohne Ende. Turf-Bilder. Achso, schnell mal bitte deine Tochter. Ja, habe ich ja schon beantwortet. War nämlich angeschnallt. So, ja. Jemand gefällt das. Habe ich schon beantwortet, siehst du? Ja, mich mag keiner hier. Auf mich achtet keiner, als ich angeschnallt bin. Toll. Habt ihr ganz toll gemacht. Ja, ich werde immer hier vernachlässigt, ja. Ja, einmal kurz, nämlich im Video war ich nicht angeschnallt für ihn, weil es ist mir ja nicht aufgefallen, weil ich so viel gelabert habe. Manchmal ist das so, da laber ich. Ich konnte nichts dafür. Ja, Anouk, aber du warst angeschnallt, wenigstens. Ich nicht. Hast dich ja selber angeschnallt.
Dein Gehirn funktioniert ja noch, ist ja noch jung. Bei mir setzt es manchmal aus. Da muss man mich schon mal erinnern, so als alten Mann. So, 31,5 Kilo muss ich über die Deutsche Post machen. Also sind ja nicht 31,5, sind 26 Kilo, ist aber zu schwer für Hermes. Hermes macht nur bis 25 Kilo, weil die Mitarbeiter sind nicht so kräftig. Oder die haben die Sackkarre noch nicht für sich erobert. Wie auch immer, dass sie da einen Wettbewerbsnachteil schaffen, so einen extremen Wettbewerbsnachteil, das werde ich auch nicht verstehen. Verstehst du das? Ach so, genau, so geht es mir halt immer. Nur, als ob das mal live erlebt. Dass Hermes so einen großen Wettbewerbsnachteil sich selber auferlegt, indem sie keine Pakete, indem die Pakete nur bis 25 Kilo annehmen und die Deutsche Post aber Pakete bis 31,5 Kilo annimmt. Jetzt du. Kommt ja alles oben nicht an, das ist ja auch. Oder ist schon längst wieder verflogen, ist so wie flüchtig wie reiner Alkohol. Blattgoldkruste! Ja, das ist die Blattgoldkruste! 6 Euro in einem Brot, Jesus Maria, das muss ja mit Blattgoldkruste sein. Ja, ist es! Das ist die reine Blattgoldkruste. Das sind Berliner Hip-Preise. Wenn du da jetzt am Maybachufer eine Bäckerei aufmachen willst, am Maybachufer sagt ja der Name schon, ja, da ist der Luxus pur. Da kostet der Quadratmeter mehr als eine Friedrichstraße, habe ich den Eindruck. Und dann müssen sie halt 6 Euro für ein Brot nehmen. Aber ich muss die verteidigen, das Brot ist grandios. Also wirklich, Leute. Ist immer frisch, egal wann man kommt. Ist immer frisch, egal wann man es aus der Brotbox wieder nimmt. Ist immer noch frisch am nächsten Tag. Das kann, warm, ja, und ja, genau. Also es wird immer wirklich, als wenn sie auf Bestellung backen. Als wenn sie backen, oh, jetzt kommt der Kunde, jetzt kommt der Kunde. Es ist immer warm, immer super. Ja, Erbsenzähler. Die Erbsenzähler gehören auch dazu. Und ist ja auch richtig. Da sollte man hingewiesen werden. Und das wäre mir ja auch wichtig, wenn würde ich nämlich, das ist ja auch wirklich so. Wenn ich jetzt so einen Kommentar kriege und da steht, dann sag mal, deine Tochter war ja nicht angeschnallt. Jetzt mal auf das Thema, auch wenn es ein leidiges Thema ist oder so, ja. Dass man da, das ist jeden schon mal passiert, ja. Entweder, dass er selber nicht angeschnallt war, mal für eine Sekunde beim Losfahren, oder eben, dass er mal vergessen hat, irgendwie, ach scheiße, du bist ja nicht angeschnallt. Ich könnte wetten, dass es jedem passiert. Und dann bin ich ja auch glücklich darüber, über den Denkanstoß. Und ganz ehrlich, ist ja auch so, wenn man darauf angestoßen wird, ja, und dann denkt man beim nächsten Mal beim Auto einsteigen, hundertprozentig daran, dass man da nochmal guckt. Bei Anouk, muss ich ja dazu sagen, da ist es selbstverständlich, die schnallt sich selber an. Schon, weil sie Panik hat. Die hat absolute Panik vor dem Nicht-Angeschnallt-Sein. Das sind die Kinder, die zu mir immer sagen, Anouk und Lumen, die Bähnen. Ja, die Kleine kann es ja noch nicht, aber die Bähnen sagen zu mir, warte Papa, ich bin noch nicht angeschnallt. Und deswegen fahre ich schon automatisch nicht los, denn, ja. Also das ist wirklich, keiner ist so hinterher wie die Bähnen. Ja? Deswegen mache ich mir da überhaupt keinen Kopf mehr und die kontrolliere natürlich nicht. Sollte das jetzt mal vorkommen, dass sie nicht angeschnallt sind, dann werde ich natürlich wieder verstärkt darauf achten. Aber in dem Fall, die war angeschnallt. Im Schnitt davor sieht man nicht, die war angeschnallt, die hat nur ihre Haare davor und das ist, sie war angeschnallt. Also macht euch mal keinen Kopf. Ja, ich war nicht angeschnallt. Und das interessiert keine Sau. So, gut, also, wir machen weiter mit Authentizität. Ich verpacke, ich fülle aus meine Paketscheine. Völlig langweilig, ich schreibe. Es ist unverfälscht, es ist natürlich ein reines Familienchaos-Leben hier. Bei uns ist es eher auch Chaos. Hier ist nichts geordnet. Wir leben in nicht reichen Verhältnissen, wir leben in gut, vielleicht gut bürgerlichen Verhältnissen, würde ich das mal sagen. Wir sind nicht arm oder so, wir haben wir haben beide Arbeit oder so, aber wir haben viel auch zu tun und deswegen dementsprechend ist natürlich unser Leben auch gestaltet. Wir haben einfach viel zu tun und ja, wenn wir reich wären, dann würde es anders aussehen. Ja? Dann hätten wir trotzdem viel zu tun, na klar, aber dann könnten wir das viel zu tun auch auf andere abwälzen. Immer so, ja, mach du mal das, aber das ist ja eine Sache und dann könnten wir natürlich trendigere Inhalte gestalten, zum Beispiel wie, ja, ich gehe jetzt mit meiner Tochter ins KDW, nicht Ohrlöcher stechen, sondern eben, die kriegt jetzt ihre erste Rolex oder irgend so ein Scheiß oder irgend so ein Piss oder irgend so. Ja, aber das könnt ihr ja bei anderen Kanälen sehen, könnt ihr euch das anschauen, ja, und dieses andere, hier ist es so, was passiert am Tag, das kriegt ihr um die Ohren geballert, ganz einfach, so sieht das aus. Jetzt habe ich wieder viel zu viel geredet, 7 Minuten schon wieder, oh Mann.
Und natürlich muss ich das schneiden. Das kann ich ja keinem antun sonst. Ja, und ihr seht, ich hoffe, ihr seht, die Familie funktioniert. Ja, also wir haben eine richtig große Familie. Wir haben ja da noch die Oma, der hat auch noch mal einen riesen Rattenschwanz mit dran. Ja, wir haben viele Verwandte und so. Und die sind natürlich auch mit bei, aber eben nur begrenzt, weil heutzutage will ja auch nicht jeder ins TV. Ne? Also, ich schreibe jetzt endlich die Dinger raus. Ich schreibe die Pakete raus. Genau, mehr, was soll ich dazu sagen? Schließen. Oh, ich habe aufs Werbebanner geklickt. eBay ist schlimm mit diesen Werbebannern, wirklich. Mit diesen paar Sekunden später ploppen die auf. Das ist aber überall gerade so. Na klar, das sind programmiert natürlich so. Wo klicken die Leute als nächstes hin, wenn sie eine eBay-Seite öffnen? Guck mal, wenn man jetzt auf eBay geht und man hat ein Konto auf eBay. Man geht auf eBay. Dann geht man als erstes auf mein eBay. Natürlich, das wissen die. Die wissen das. Und was ploppt dann an exakt der Stelle auf, wenn man es lädt? Ja, man geht auf mein eBay, zack, und dann geht man genau drum, drüber steht Game On, der 10% Gutschein für 10% Gutschein für geiles Gaming Equipment. Und klickt natürlich auf Öffnen und denkt sich, Scheiße, Next Level Gaming, jetzt Code Playtown, Towen, ach, ich hab keine Ahnung. Klickt auf diesen verfickten Banner, was sich dann öffnet. Weil es nämlich so runterspringt. Genau in der Sekunde, das ist so extra programmiert, diese Sekunde braucht er zum Aufbauen, die du brauchst, um mit deinem Cursor von eBay, mein eBay, von eBay auf mein eBay zu klicken. Das ist Wahnsinn. Was ist da schon wieder? Ja, aber so ist es. Habe ich mich auch mal darüber aufgeregt, haben wir das auch hinter uns abgehakt, nächstes Thema. Heute ist eBay-Abarbeit-Tag, da haben wir noch Kerzenleuchter, wo er in einem Foto noch mehr haben will. Und dann haben wir noch, was war denn da noch? Da war da noch einer, der wollte weiter haben. Ach, der wollte wissen, ob auf, da habe ich 2 Uhren eingestellt, die stehen schon seit 2 Jahren drin, ob die von unten bezeichnet sind auf dem Boden mit irgendwas. Will ich auch noch mal gucken gehen drüben. Aber ich vergesse das immer, ich muss mir das sowas eigentlich aufschreiben. Marken eh noch mit der Post, Marlies, warum sagst du denn nicht? Die Marken, Briefmarken. Na doch, das musst du doch wissen, na sag mal. Welche Zimmer? Welche Zimmer? Welche, in welchem Zimmer warst du nicht? Du hast doch wenigstens eins. Wo denn? Welche denn? Das hier? Ja. Das ist mein Zimmer hier? Ich baue eine Tür ein. Ich war gerade nicht hier im Zimmer. Ich baue hier eine Tür ein? Ich habe hier exakt... Ey, man müsste das echt mal messen. Ich habe hier so wirklich... Also es müsste 1 Meter knapp sein. Was beschwerst du dich denn? Ich beschwere mich halt. Ich habe gar kein Zimmer. Du hast die Küche? Ja. Toll. Geh in dein Zimmer. Die Küche ist riesig. Ich habe hier 1 Meter mal 1,40 Meter. Du, die Küche ist aber für alle zugänglich. Ja, das ja auch. Ja, aber da passt nur keiner weiter rein, wenn ich drin sitze. Das ist es doch. Da kannst du gerne kommen, rein in mein Zimmer. Ich lade dich ein, wir machen eine Party in meinem Zimmer. Ich räume auch den Tisch auf. Fertig? Dann könnt ihr hier, guck mal, frühstücken gemeinsam am Fenster und rausgucken. Wir haben ein Wohnungsproblem. Wir haben ein Platzproblem, ja, absolut. Also, falls einer, wie gesagt, Millionär, schwerer Vermieter ist hier in der Gegend und uns gerne unterstützen möchte... Wir hätten ja eine 5-Raum-, 6-Raum-Wohnung. Was brauchen wir denn? Also letztendlich würden 4,5 Zimmer schon reichen. 4,5 würden reichen, aber 5 sind ideal. Ja, nur im Haupt definitiv ein eigenes. Ja, bei Lumen geht nicht in mit anderen zusammen. Die muss in ihren abgekapselten Bereich sein. Und man kann sie natürlich nicht in so ein halbes Zimmer einsperren. Das geht ohne. Die brauchen natürlich auch Raum. Die muss sich entfalten können. Man kann jetzt auch sagen, ja gut, sie muss sich arrangieren, aber macht sie ja draußen schon genug. Da finde ich, zu Hause kann sie ruhig nicht. Also wenn wir uns aussuchen könnten, brauchen wir wirklich einen richtig schönen Raum für Lumen. Wir brauchen einen Raum für Anouk tatsächlich. Und wir brauchen einen auch für Skadi und das Baby dann zusammen erst mal. Das ist ja dann immer so eine Sache. Anouk entwickelt sich gerade halt ziemlich rasant, muss ich sagen. Die braucht ihren eigenen Raum und Lumen, ich möchte nicht sagen krankheitsbedingt, aber eben situationsbedingt, braucht sie definitiv auch ihren eigenen Bereich. Und das ist hier einfach nicht gegeben. Leider. Sehr, sehr leider. Man ja leider dauert. Ja, das ist dauernd, gibt es hier Rangel und die Streite und auf der Nase für ja, andere. Jetzt habe ich den Bauklötze gegeben. Ne, von dem Baby. Und Skadi möchte bauen und Luma möchte sie zurück in die Kiste puzzeln. So wie sie waren. Ja. Ja. Funktioniert halt nicht. Das funktioniert nicht. Das kannst du nicht machen. Ja, aber da kann man ja nicht mal sauer sein.
Das ist so. Aber man muss sich das Leben ja auch ein bisschen leichter machen und ihr vor allem. Ne? Also man ist ja dauernd in den Reibereien mit drin und versucht die auseinanderzuhalten. Das geht halt auch nicht. Dann bringe ich gleich die Pakete rüber, also das Paket bringe ich gleich rüber. Dann sind die Briefmarken schon mal weg. Dann ist das schon mal erledigt und danach mache ich weiter hier. Oh, lass mal wieder. Heute ist ein reiner Computertag hier anscheinend, wa? Ist ja unglaublich. Na, gleich jetzt rüber aufräumen. Der Glücki hat eine Frage zu meinem Porzellanleuchter. Ja, dann haben wir das mit eBay dann auch gleich erledigt. Na Gott sei Dank. Sand und das alles frisst doch schon ganz schön Zeit. Ja. Jetzt mach ich drüben weiter. Bin ja genug im Zimmer. Das ist das erste Mal, dass ich einen Käufer melde hier bei eBay. Der mit den Periroden. Never ending story, Periroden. Next round. Jetzt hat er mir eine neutrale Bewertung gegeben. Damit, das geht natürlich auch nicht. Ich meine, was soll denn das? Ja. Der hat das Ding gekauft und kann es nicht abholen. Weder abgeholt noch bezahlt. Jetzt geht's los in der. In der Höhle der Löwen. So, jetzt runter mit dem Schrank. Er wiegt ja nun nicht mehr. Guck mal. Nicht aufs Bett. Mein Essen fehlt. Wie bitte? Mein Essen fehlt. Wie das Essen fehlt? Du musst anrufen. Musst anrufen, Alice. Nein, ich hab's vergessen zu bestellen. Ja, kannst du meins haben. Anu, kannst du meins haben. Das ist ja ein Ding, genau. So, jetzt wollen wir von hier vorne den hier. Ach, Scheiße. Ach, damit alles genutzt als Stütze. Hier hin. Ah. Wer schön sein will, muss leiden. Ein Sprichwort. Wer schön sein will, muss leiden. Achso, das ist man gemein. Sagt das so. Wenn man schön aussehen will, meistens ist das schön. Wer schön aussehen muss leiden. Sehen aber wirklich sehr schön aus. Die Ohrstecker. Die Ohrstecker. So weit erkennen wir. Ja, du bist der Star mit Ouchi. Nein. Ouchi, Ouchi. Hey, warum steht da ein Daumen hoch? Hier steht gar nichts. Was heißt das, ein Daumen hoch? Was für ein langweiliger Vlog heute für euch. Tut mir echt leid, aber. Für mich ist es aufregend, weil ich so viele Sachen wieder entdecke hier, die so lange als vermisst galten. Jetzt schauen wir mal, was sich unter dem Bett befindet hier. Was schätzt ihr denn, was sich alles so unter dem Bett befindet, außer Staub und Spinnen und all den ganzen Quatsch? Dann pass mal auf, jetzt hole ich mal alles vor, was da drunter ist. So, werdet ihr da schon Augen machen? Ich werde selber Augen machen. Was denn, legen wir mal los. Leg los, leg los.
Jo, ich mach Feierabend. So, ich bin auch fertig. Das reicht für heute. Gut, der Schrank noch eingeräumt, aber wie gesagt, da brauche ich ja nicht mehr zeigen. Das ist alles. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte heute. Wir sehen uns morgen wieder. Danke für eure Kommentare nochmal. Super nett, super geil. Habe ich vorhin schon gesagt. Ich kann es nicht auf dir noch wiederholen. Ich finde es toll. Ja? Also bis dann, macht es gut. Ciao, euer Tommy.